Moin Leute und willkommen zurück zu Mega Man X. Wir haben noch zwei Bosse vor uns und wir schauen uns jetzt hier ihn hier an. Ich glaube, ich guck mal, Boomer Kowenga oder sowas. Boomer Kowang, nee, doch heißt der, doch der heißt schon so. Boomer Kowenga, Kowanga. Was ist ein Kowenga? Keine Ahnung, egal. Vor allem das Level erinnere ich mich null. Aber ich hätte mal vorher farmen gehen sollen. Mein Stuff hier wieder auffüllen. Ich glaube, das ist jetzt relativ... Ah, es ist leer. Oh, shit. Na egal, schaffen wir schon. Boah, diese Gegner, ey. Okay. Ist leider Energie flöten gegangen. Als ob, ey. Naja, egal. Komm, lass stehen den Gegner. Oh, ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als würde man da oben hinkommen. Oh, ich glaube, die Dinger schießen auf einen, wenn man diesen Laser betritt. Ja, genau. Alle sogar. Alle einfach. Oh shit. Oh, man kann ihm ausweichen. Easy. Ach, scheiße, ey. Ich hätte gerne die Energie gehabt. War aber nix. So ein Ärger. Ist halt auch geil, dass man so durch Wände schießen kann und so. Oh, das ist schön. Einmal volle Energie, aber ich brauche unbedingt was fürs E-Pack. Oh Gott. Daran erinnere ich mich null. Oh shit. Ja, werd halt auch noch schneller. Und noch mehr Gegner, ist ja klar. Oh shit, da sind auch Stacheln am Ende. Am besten noch so ein kleiner Miniboss oder so. So für richtig eklige Moves. Oh, hier dran erinnere ich mich doch. Ich glaube nämlich, dass man unterm Strich theoretisch die Fähigkeit von dem Boss bräuchte, um hier da oben das Herz zu holen, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, dass hier oben... Ich meine, da kommt man auch so ran. Oh Mist. Oh. Plattform des Todes, ey. Ach komm. Kommt man da nicht mal ran. Und der Gegner ist einfach wieder da. Was? Eine Kacke. So, wobei. Naja, hier kommt man nicht ran. Ich glaube, es ging nicht. Man muss, glaube ich, ja, man braucht den Boomerang dafür. Boomer, 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 Kowenga. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, wie ich da rankomme. Na komm. Ah, jetzt ist er locker wieder da. Es ist so dumm einfach. Eine Million dumm. Ah, ein bisschen Energie tut mir auch ganz gut, glaube ich. Kann man von den Plattformen zerquetscht werden? Frage ich mich gerade. Oh, ich bin schon da. Oh, aber ich glaube, dass man den recht easy machen konnte mit den Raketen hier. Aber
War das der, der sich immer so hin und her teleportierte, oder was? Ja. Boah, nee, ey. Da hier richtig Bock drauf. Die verschwinden einfach. Okay, entweder habe ich gerade Luck. Ich dachte immer, man trifft den nicht so gut, wenn der sich teleportiert, aber easy, würde ich sagen. Easy. Ich dachte, der wird schwerer. Aber hier, zielsuchende Raketen sind einfach immer nice. Weil du musst halt, kannst halt irgendwo rumhängen. Und kannst sie wegballern. You get Boomerang Cutter. Ja. Okay. So, Levelcode. Und wir joinen mal direkt nochmal ins Level und holen das Herz raus. So viel Zeit muss sein. So, und jetzt können wir hier nämlich lustig. Was haben wir da? Na, wirst du wohl. Danke. Easy. Okay, ich glaube, wir müssen aber auch nicht weiter. Wir können hier direkt escapen. Und kriegen einen neuen Levelcode. Glaube ich jedenfalls. Sah anders aus. Alles klar, Leute. Es gibt noch einen Boss vorm absoluten letzten Endboss und ein Level. Das war so eine komische richtig ekliges Viech. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.